drei der vier in Obhut genommenen Kinder haben eine Zahnschmelzstörung, die vererbt wurde. Und wir haben die in einem Bericht zu hören bekommen, wir hätten unsere Kinder nie zum Zahnarzt gebracht, deswegen hätten sie so schlechte Zähne. Das stimmt allerdings nicht, denn wir waren alle 2 Monate mit unseren Kindern beim Zahnarzt gewesen. Und selbst das mussten wir uns bescheinigen lassen, das hat aber kein Gehör gefunden bei Gericht.